Huse Leute und willkommen bei einem neuen Part von The Illusion of Time. Ja, komm, oh, komm her, komm, hau zu. Wir machen sofort weiter, sind direkt da mitten im Kampf in diesem Kerker, der unser, ja, angeheiratete Opa Bill gebaut hat. Wie auch immer. So, oh, oh, das habe ich ganz vergessen. Erstmal kaputt hauen. Tun die mir noch weh? Nee. Sollte nur aufpassen, dass ich nicht da rumstehen bleibe. Das weiter ist... Da ist die einzige Schwierigkeit. Gut, dann gehen wir mal. Wicke! So, das könnte jetzt wieder gefährlich werden. Wenn man natürlich nicht aufpasst, wo man hingeht. Geh weg! Hm, toll. So. Ja, Saffe wollte dieses Spiel nicht let's playen, was ich aber auch verstehen kann, weil es ist nicht jedermanns Sache. Es ist halt nicht so genial wie Terranigma, aber es ist auf eine Art und Weise halt sehr anders als andere Spiele, halt dadurch, dass es halt sehr, sehr böse und harte Themen anspricht. So, der Schalter bewegt sich nicht, er ist zu verrostet. Ja, ich kann jetzt draufhauen. Ja, komm her. Tut sich halt nichts. So, was muss ich tun? Hm, da oben kann man runterspringen. Ist das die Lösung des Rätsels? Nein! Wie kommt man denn darauf? Okay, komm her. Komm her, komm her. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich danach wieder zurück kann. Oder ob das schon der richtige Weg ist, wenn ich hingehe. Ich klappe erstmal den Raum ab. Und besiege erstmal die Gegner. Oh, 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 oh. Nicht gut, 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 nicht gut. Geh weg. Okay. Kommt her, ihr blöden Dinger. So, das Ding verträgt schon etwas mehr. Aber alles wunderbar und locker. So, deine Energie-Alien hat sich wieder erhöht. Ja, schon klar. So, ich glaube, da geht's dann doch richtig weiter. Gehen wir dann doch erstmal den Schalter betätigen hier. Springen drauf und... Bam, so macht man den auf. So, und ich glaube, hier bin ich doch richtig. Die Flamme, weiß nicht mehr, was die macht. Auf jeden Fall gibt es hier ein rotes Juwel. Gut, und was bist du? Eine silberrötliche Kugel erscheint, wenn deine Gegner besiegt sind. 100 dieser Kugeln sind gleichbedeutend mit einem Leben. Okay. So schlägt dich auch eine Niederlage nicht zu weit zurück. Okay, also wie gesagt, es gibt dann ein Leben. Gut zu wissen, dass das auch stimmt. So, und wie ihr seht, die Gegner erscheinen nicht wieder. Wenn sie einmal tot sind, bleiben sie auch tot. Es ist in diesem Spiel gut und richtig und wichtig, weil das kann sonst echt nerven. Ich glaube, den muss ich auch so eindrischen, diesen, oder? Ich weiß, ach Quatsch, nee. Nee, Quatsch, ich muss das mal hier hin. Und da ist eine Blume. Exotisches Gewächs. Nimm die Flöte und spiel die Melodie. Okay. Dann nehme ich die Flöte und spiele die Melodie. So. Alter, nein, nein, geh weg, geh weg. So, ausrüsten. So, und benutzen. Sanft spielst du die Melodie, die Lola dir beibrachte. Du hörst von irgendwoher eine seltsame Stimme. Begib dich zum Schalter auf der rechten Seite. Okay, dann gehe ich zum Schalter auf der rechten Seite. So. Düstere Stimme. Die Pforte wird sich erst öffnen, wenn dieser Schalter umgelegt wird. Drücke den Schalter, wenn ich rufe. Ich zähle bis drei, mache keinen Fehler. Nein. Ich vertue mich doch nicht, oder? Oh! Warte, ich sagte dir doch, dass du den Schalter bei 3 betätigen sollst. Die Pforte wird... Ja, weiß ich doch. Okay. So, 1. 2. Oh, was ist denn eigentlich da hinten los in meiner Ecke da? Hab ich vertan? Tut mir leid. Okay, also noch einmal. Ich liebe es zu trollen. Die Pforte öffnet sich. Okay, tritt ein. Ein komisches Geräusch. Gehen wir hinein. Okay. Ich komm nicht dran. Okay, kommt gerade Gegner. Umhauen. Nein, bist daneben. Weg. Dankeschön. Das ist sehr freundlich von dir, dass du stirbst. So kann sogar ich dich mögen.
Komm, stopp. Ah, der lebt noch, aber erstmal, das ist wichtiger, weil er sonst wieder abhaut. So, und komm her. Ein Schlag, du bist tot. Tot wie tot. Oh, 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 der kommt, das ist nicht gut. Oh, oh, oh. Also wisch ich gleich beide. Oder? Oder auch nicht. Schade. Komm her. Du Ungeheuer der Tiefsee. So. Hatte nicht mal die Möglichkeit gehabt, dich zu zeigen. Okay, so treffe ich wirklich beide. Und was kommt jetzt hier hin? Ein Speicherpunkt. Ich glaube, hier geht's was Tolles drin. Und? Ja, es wäre ein Portal. Ich rede erstmal mit Gaia. Obwohl, nein, ich gehe erstmal. Oder doch, reden wir erstmal mit Gaia. Ich bin Gaia, ja klar. Dein Äußeres ist nur vorübergehend. Stelle dich vor die Statue neben dir. Nein. Das heißt, leb wohl. Okay. Will hört eine eindringliche Stimme. Will, ich habe seit langer Zeit auf dich gewartet. Ich bin Fredan oder Frieden. Oder, ja, keine Ahnung. Ich nenne ihn Frieden. Dann klingt das so ein bisschen wie Freedom. Naja, gut. Ich bin Frieden, der Vernichter. Lass mich bei dir. Lass mich dir bei deiner Suche helfen. Mit der Zeit wirst du verstehen, was ich bin. Langsam verändert sich Wills Gestalt. Oh, Will, Will. Der Willibert. Der Wilfried. Und. Zack. What the fuck? Ja, wir sind jetzt auf einmal ein Ritter. Warum auch immer. Okay. Haben jetzt ein tolles, starkes Schwert. Wir machen jetzt auch deutlich mehr Schaden. So. Blablabla, neben dir. So, jetzt speichern wir auch mal. So, ist es verbracht? Nein. Oh, scheiße. Nein, wollte ich gar nicht. Oh, scheiße. Fuck. Toll. Jetzt sehen wir auch mal, was passiert, wenn ich das Falsche auswähle. So, die Musik blendet aus und... Was kommt jetzt nochmal? Nur eine Entspannungsmusik. Es geht danach nicht mehr weiter. Es ist so dämlich. Es ist echt dämlich, Leute. Das heißt, ich werde mal kurz hier ein Safe setzen. Nee, warte mal. Wie mache ich denn das jetzt? Das ist echt eine gute Frage. Wie mache ich das denn jetzt? Komme ich jetzt jemals wieder? Moment. Also, normalerweise macht man die Konsole an und wieder aus. Also, auf dem SNES. Wenn ich das jetzt aber... Moment, das ist... So. Wenn ich jetzt... Ich mache mal kurz ein Self-State. Hey. Hm? Habe ich keine Self-State-Taste mehr, oder was? Ich muss... Ach, ist das doof. So. Ich habe jetzt... Scheiße. Ich glaube, ich habe echt Kacke gebaut. Misc. Nein. Config. Doch. Nee, doch. Misc ist richtig. Misc Keys. So, wo ist Save State setzen? Ach Leute, ich schneide das kurz raus. Bis gleich. So Leute, ich konnte es tatsächlich noch retten. Upsala, upsala. Ja. Okay. Ich will jetzt keine Flöte mehr. Jetzt haben wir das so tolles Schwert. Können wir mit zustrauen. Natürlich kommen wir jetzt wieder zurückgewandelt in Will und so ein Kram. Ja, ich sollte das Spiel damit nicht mehr beenden, weil ich ansonsten große Probleme kriege. Mit dem Speicherstand, ansonsten hätte ich schon wieder fast alles neu machen müssen. Auf jeden Fall können wir jetzt natürlich auch ganz rennen und ganz toll schlagen. Jetzt auch wieder. Okay, auf jeden Fall, wir konnten der Flöte nicht ran. Jetzt haben wir die Schlagweite mit dem Schwert und können das jetzt erscheinen lassen. So, und die sind alle mit einem Schlag tot. Es ist toll. So, zwei Schläge. Tot ist er. Ach, der Frieden ist schon cool. So. Na komm. Geh wicke. Dankeschön. Was ist das eigentlich für Viecher? Keine Ahnung. Oh, der ist schon ein bisschen gefährlicher, wenn man sieht. Aber wenn man in die Ecke drängt, ist er... Oh. Kann ich mal mehr so schwer. Man muss nur ausweichen. Dämlicher Gegner. Meine Güte. So, und hochlaufen. Und... Drecks auf einmal treffen. Und nochmal. Oh. Okay. Gibt es eigentlich auch kritische Treffer? Ich glaube, ja. Bin mir nicht ganz sicher. So. Die sind alle mit einem Schlag tot. Aber ich musste ja sowieso... Ich musste ja alle töten, um mich stetig zu verbessern. Weil ich könnte... Ich kann nämlich echt Probleme kriegen, wenn ich das nicht regelmäßig tue. Und dann wird das Spiel am Ende ziemlich schwer. So, auch ich kann jetzt hier so
locker lustig so rumwedeln, also Sachen ranziehen, dann macht das mit seinem Schwert und ja, sieht halt dann so aus. So, natürlich darf ich da jetzt nicht reinlaufen, das wäre natürlich mordsmäßig dumm. Das tun nur Anfänger. Gut. Gehen wir erstmal nach links, weil da gibt es was Tolles in der Truhe. Und ein rotes Juwel. Ja, rote Juwelen nimmt man immer gerne mit. Da kann ich mir was Leckeres von kochen. Was? Kochen? Na egal. So, den haue ich mir erstmal schon weg. So, jetzt okay. Schädel, ein Kloppen hier. Okay, passt. So, und mehr Verteidigung. Jawohl. So, und hoch da. Und nach links. Und nach oben. Ja, ich bin gerade ein toller Kommentierer. So, ich glaube, hier rechts. Stopp. Okay. Wenn alle Gegner vernichtet sind, kann Will wieder seine normale Gestalt annehmen. Und das dauert. Das ist immer eine sehr lange Animation. Ich sag auch mal: Frieden, digitiert zu Will. Okay. Und hier, glaube ich, gab es doch irgendwas. Wenn mich nicht alles irrt. Ja, rotes Juwel gefunden. Da haben wir es doch. Und was zur Hölle bist du? Blauhaariges Mädchen. Mädchen. Ja, ich kann dir jetzt nicht derselben Stimme geben wie der dumme Kara. Die so. Dann mache ich. Ja, genau, die ist total gelangweilt. Ich habe dich beobachtet. Wie ich kannst auch du deine Gestalt ändern. Ich bin Lilly aus Itori. Der Pflanzengeist ist mein Beschützer. Du kannst eine Melodie. Wie kannst du eine Melodie kennen, die nur aus Itori bekannt ist? Ich lernte sie von Lola, meiner Großmutter. Die summte sie immer, wenn sie besorgt war. Ich habe ihren Kuchen probiert. Er schmeckte sehr seltsam. Findest du nicht auch? Du kennst meine Großmutter? Ja, sie bat mich, dir beizustehen, wenn du in Gefahr bist. Was ist das? Wieder für ein Geräusch. Ich werde gerufen. Ich muss gehen. Wir werden uns wiedersehen. Will, leb wohl. Und zack. Da ist sie wieder. Ja, ein Löwenzahn. Beziehungsweise eine Pusteblume, die wegfliegt. Den gehen wir nach oben. Und wir sind aus dem Schloss ausgebrochen. Quatsch, aus dem Kacke ausgebrochen. Der Bill, der Mann von unserer Oma, gebaut hat. So, könnt ihr mich erinnern, dass es ja noch irgendwas gab? Na, vertue ich mich da jetzt gerade. Ach, alles absuchen, Leute. Komm, hier, irgendwas drin. Heilkräuter könnten auch drin sein. Aber hier ist nichts. Na gut, dann halt nicht. So, dann gehen wir kurz mal in den Thronsaal. Natürlich sind alle nicht mehr da. Oh, bist du am Pennen? Natürlich ist er am Pennen, sonst wären wir wieder im Kerker. Sind die alle am Pennen? Ah, du bist es. Du bist also aus dem Gefängnis geflohen. Vertrau mir, wenn ich dir sage, dass du von hier verschwinden sollst, wenn der König dich findet. Na, du bist aber freundlich zu mir. Bei dieser harten Welt, bei dieser harten und bösen Welt ist es eigentlich fast ein Wunder. Und da ist immer noch jeder pennt wieder. So. Hallo, Mädchen. Willst du Kara mit dir mitnehmen? Lass dich vom König nicht erwischen. Bitte achte gut auf die Prinzessin. Ja, ist ja gut. Nein, sag nicht. Ich muss mal. Immer noch Dosenöffner, ja. Boah, toll. So, der ist bestimmt weg, die Wache, oder? Nein, die ist noch da, aber die ist bestimmt am Pennen. Ja. Oh, ich hab keinen Bock auf die Alte. Scheiße. Ich wusste, dass du kommst. Danke. Hat die Wache draußen geschlafen? Sein Spitzname ist Alte Schnarchnase. Er schläft sogar im Stehen. Dein kleines Ferkel kam und... Ich habe ihn Hamlet getauft. Süß, nicht wahr? Er ist sehr schlau. Er ist irgendwie anders als andere Schweine. Bitte, nimm mich mit. Nein! Ey, wie es aussieht, als ob wir tanzen würden. Juhu, ich... Round the clock. Every twist again in the midnight summer. Okay, gehen wir weiter. Bist du noch am Pennen? Ja, er pennt aber noch tief und fest. So. Und, habt ihr nichts dagegen? Ich muss mal und, ja, scheint gerade total in Ordnung zu finden, dass wir gerade die Prinzessin mitnehmen. Ja, gut. Wenn die nicht so anstrengend wäre, wäre sie vielleicht nicht so schlimm, aber die ist ja... Ach komm, Leute.
Oh, warte, es ist ein langer Weg. Wir sollten Nahrung mitnehmen. Kommst du mit mir in den Keller? Ernsthaft? Eigentlich nein. Ach, die blöde Kuh. Ich hab keinen Bock auf die. Ich hab so keinen Bock auf die, Alter. Aber na gut. Ich weiß ja, was auf uns zukommt. Das ist das Schlimme. So, hier ist das drin, glaube ich. Ja. Jetzt wieder tolle Ansprache. Große Jackkeule gefunden. Ja, dann lass uns doch bitte jetzt einfach abhauen. Ja? Jetzt haben wir alles. Lass uns verschwinden, bevor die Soldaten auftauchen. Ja, abhauen, 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 bevor die Soldaten auftauchen. Und dann können wir hoffentlich irgendwie uns nochmal heilen, weil wir sind ein bisschen angeschlagen. Endlich geht es los. Gehen wir zu deinem Haus. Ich mache mir um deine Großeltern Sorgen. Ihr eilt zu Wills Haus. Ich mag diese Beschreibung wenig. Ihr geht zu Wills Haus. Das wissen wir doch. Wo soll man sonst hingehen? Das muss man nicht sagen. Okay, wir drehen uns im Kreis. Drehen uns im Kreis. Oh, okay. Gehen erstmal durch die Schlossmauern hindurch, weil wir es können. Und, ja, nach Südkap. Schön, dass sie die Karten übersetzt haben für die deutsche Version. Das ist nicht in jedem Spiel so, dass das übersetzt wird. Sehr schön. Alles verwüstet. Alles verwüstet. Oh nein! Fuck. Schrecklich! Wer könnte das getan haben? Leute, ich habe nur nach rechts gedrückt, ja? Ich habe nicht A oder sonst irgendeine Taste gedrückt, ich habe nach rechts gedrückt und dann wird das weggeklickt. Wie doof ist das denn? Wo sind meine Großeltern? Großvater Bill? Oma Lola? Ich schaue oben nach. Ja, geh du mal hier raus. Hm. Der Maus befindet sich bestimmt ein Hinweis. Ja, ich will aber nicht. Na gut, hier ist ein Buch. Oder hier ein Krug. Oder hier ist ein Buch. Bild der Eltern. Oh, da war was. Scheiße! Wieso? Das ist so dämlich. Ach, irgendwie komm schnell, da ist irgendwas, hat sie gesagt. Scheiße. Sorry, Leute. Dass ich immer das wegklicke, aber das ist echt doof im Spiel. Das passiert echt schnell. Was ist geschehen? Dort an der Wand. Das Zeichen des Schakals. Der Schakal war hier. Der Schakal? Er ist ein Jäger und arbeitet für meine Mutter. Der Böse wohnt in ihm. Er ist keine... Er hat keine Skrupel. Nichts kann ihn aufhalten, wenn er jemand jagt. Das Leben eines anderen bedeutet ihm nichts. Aber warum meine Großeltern? Da kommt die Lilly wieder, die Gelangweilte. Da kommt Redig. Gut. Hab keine Angst, ihr beiden. Du bist diejenige, die... Geht durch mich hindurch. Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Will. Lilly, weißt du, was geschehen ist? Sorge dich nicht, deine Großeltern sind beide in Sicherheit. Wir sind in meinem Dorf. In deinem Dorf? Das ist Itori. Ich habe noch nie von diesem Dorf gehört. Natürlich nicht. Mein Dorf ist von einer mystischen Barriere umgeben. Normale Menschen können es nicht sehen. Komm mit, Will. Na gut, ich komme. Ich will auch mit. Das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Mein Vater ist König. Ich mach, was ich will. Ich mag diese Frau nicht. Ich aber auch nicht. So. Schakalzeichen. Sieht eigentlich aus wie ein verwandtes Stück, wie sie angucken. Es gibt doch heute doch einen Bitch-Fight. Ich merke das schon. Ich weiß, dass alles gut werden wird. Sollten wir nicht mit den Bewohnern reden, bevor wir gehen? Es kann lange dauern, bis wir wieder hierher kommen. Ja. Und ich will auch ein Juwel nicht verpassen. Und es ist jetzt hoffentlich... ganz spät oder nee? Dann gucke ich jetzt trotzdem nochmal ganz unten. Na, ha, 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 ha. Gibt es eigentlich neue... Nee, reden immer noch das Gleiche. Na gut. Dann gibt es auch nicht viel zu tun. Ach, Junge. Ich schaffe es nicht. Was schaffst du eigentlich? Na gut, dann gehen wir mal hier rein. So, da sind die Kumpels wieder. Har, har, har. Ich werde wieder gewinnen. Okay. Hey, gut. Was ist mit dir, Will? Du siehst so bedrückt aus. Willst du nicht darüber sprechen? Nö. Was ist los? Du benimmst dich nicht so wie der Judat Will. Wie der Wildsbräuer.
Sorry. Gut, anscheinend gibt's ja auch nichts. Dann frage ich mich, wo ich eigentlich gerade hingehen soll. Ich weiß es ehrlich nicht. Naja, das haben wir alle schon mal gelesen. Hier scheint es auch nichts zu geben. Nee, nee, nee. Komisch. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich tun muss. Ja, das Spiel ist schon länger was her. Natürlich weiß ich ab und zu noch ein paar Sachen, aber ich weiß nicht mehr alles. So, und wo fällt es immer noch? Ja, ja, ja. Ich sollte mit jedem reden und so ein Kram. Bevor wir nochmal abhauen, mit wem sollte ich denn nochmal speziell reden? Mit unserem Lehrer? Kann ich mir nicht vorstellen. Da bestimmt wieder so ein doofes Gedicht für mich. Ah, nee, okay. Was ist los, Will? Du siehst aus, als würdest du wieder etwas aushacken. Na toll. Sehr einfühlsam von dir, du blöder Penner! Okay, wir gehen aber trotzdem mal hoch, weil ich möchte zum Juwelier gehen. Da muss ich die Kacke nicht zu ihm hinschicken. Ist mir etwas lieber und wir können uns hier auch direkt auch heilen. Das ist mir auch sehr, sehr lieb. So, ist ja ein Portal. Du bist verwundet. Schließe deine Augen. Speichern. Ja, können wir machen. Und diesmal nicht auf Nein drücken. Ansonsten habe ich wieder ein Riesenproblem. So. Wie spät haben wir es denn? Wir haben gleich Schluss. Aber die Sachen für den blöden Juwelier gebe ich noch ab. So, da ist er. Ja, Kontinente, ja, da jeden will ich auf. Ja, was soll ich? Ah, genau, ich komme mit Heilkräuter. Laut der Liste erhältst du nun Heilkräuter. Du hast die Heilkräuter erhalten. Gut. Bewahren wir die Juwelen auf. Gut. Jetzt haben wir 6 in Obhut und du hast mehr als 5 Juwelen gesammelt. Laut der Liste wird nun deine Abwehrkraft erhöht. Deine Abwehrkraft hat sich erhöht. Schön zu wissen. Gut. Kann ich hier wieder so raus? Okay, gut. Und Jump. Ach, das wollte ich auch eigentlich noch zeigen. Ist so ein kleiner Mini-Witz. Dafür muss ich hier hochgehen. Und dann hier hoch. Und dann wieder hier raus. Und dann hoffentlich gleich... Ist die Frau unten? Ja. Oh nein! Hey, du Rotznase, das ist gefährlich, sei vorsichtig. Ja, ja, ja. Ich bin eine Rotznase. Aber eine starke Rotznase, die... Skelette verprügeln kann. Ja, hahaha. Gut, wo soll ich denn jetzt hin? Hast du was mittlerweile gekocht? Nee. Du bist immer noch am Kochen. Seit Tagen. Kriegst nichts gebacken. Keine Ahnung. Ah, okay. Sieht gut aus. Seid ihr bereit? Nein, noch nicht. Nun gut. Kommt hier zurück, wenn ihr müde fertig seid. Okay. Ich weiß, dass alles gut werden wird. Okay, dann hauen wir jetzt ab. Komm, abbauen. Ich bin sicher, dass alles gut werden wird. Wenn ihr bereit seid, können wir aufbrechen. Du bist aber eilig. Warst du schon jemals vom Schloss weg? Nein, deshalb will ich... was? Deswegen? Deshalb will ich mich euch hier anschließen. Weißt du überhaupt, was in der Welt passiert? Will ist mein Freund, verstanden? Oh, es gibt Bitch-Slap. Hey, Will! Bist du nicht auch mein Freund? Ich gehe ins Dorf. Na klar, ich gehe ins Dorf. Ich begleite euch. Auf geht's. Zusammen beginnen die drei ihre Reise zu Lillys Dorf. So, und das ist eigentlich auch schon der Punkt, an dem ich diesen Part glorreich beenden muss. Aber wir warten gerade noch, bis wir ankommen. Und in Itori sind. Zack, zack, zack. Wir sind drin. Da oben konnte man schon lesen. Mondvolk. Was damit auch auf sich hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir werden es wissen. So. Und bevor ich das hier drücke, werde ich den Part beenden, damit wir gleich da wieder beginnen können, Leute. Also bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.